Salvador Sobral, Schockdiagnose. Es sah erst so aus, als würde sich Salvador Sobral nach seiner Herztransplantation in Lissabon erholen. Nun musste Eschk-Gewinner kurz vor Weihnachten einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Es traten plötzlich schwere Komplikationen auf. Mit Nierenversagen wurde der Sänger erneut in ein Krankenhaus eingeliefert, wie das Portal Hola.com berichtet. Derzeit liegt er wegen Herzversagen auf der Intensivstation. Es hat in den vergangenen Tagen einige Rückschläge gegeben, aber die Situation hat sich stabilisiert, sagte ein Sprecher der Zeitung Corradamana Mathilde. Salvador Sobral hat sich beim Eurovision Song Contest mit dem Hit Amar Belos Dois in die Herzen der Zuschauer gesungen und gewann den Musikwettbewerb. Wir leben in einer Welt völlig austauschbarer Musik, fast Pfotenmusik ohne jeden Inhalt. Punkt. Musik ist kein Feuerwerk. Musik ist Gefühl. Lasst uns versuchen, etwas zu ändern und die Musik zurückzubringen, sagte er. Danach ging es gesundheitlich mit ihm bergab und hat sich deshalb aus der Öffentlichkeit vorerst zurückgezogen. Anfang September gab er ein Abschiedskonzert.